Ja, Los Section, Sexy Kitty, oder wie auch immer du dich nennen willst. Du nennst mich Versager, hast es aber nötig, im Internet andere Leute zu beleidigen. Da frage ich mich, wer von uns wirklich der Versager ist. Stimmt, da steht gar nicht YouTubers Live. Vielen Dank. Aber bitte ein bisschen vernünftiger verhalten und nicht irgendwie solche Beleidigungen rausballern, das muss nämlich nicht sein. Man sieht nichts, weil ich gerade eben vor 2 Sekunden noch sagte, dass man im Moment nur den Titelbildschirm sehen soll, folglich nur das YouTube Live. Oh mein Gott. Aber da hast du natürlich mal wieder aufgepasst, wa? Nee, ich spiele kein FIFA. Ich streame auf YouNow aktuell nicht, weil ich gar keine Zeit habe. Ich komme kaum zu den Gaming-Streams und den Gaming-Aufnahmen. Jetzt, wo es wieder wärmer wird, bin ich öfter draußen im Garten. Ich habe heute auch wieder was im Garten gemacht. Okay, es tut mir leid, dass ihr immer wegen diesen kleinen kurzsichtigen Idioten dann dazu gezwungen seid. Aber ich habe wieder den Mitgliederchat angemacht, weil es hat echt keinen Sinn. So. Flupp, das seht ihr auch mich mal. Es hat echt keinen Sinn, den Mitgliederchat auszumachen, weil es echt nur Arschlöcher da draußen gibt, die ganze Zeit rumbeleidigen. Also nicht nur natürlich, das ist die falsche Wortwahl, Entschuldigung. Es gibt so fast nur Arschlöcher da draußen, die hier die ganze Zeit rumbeleidigen müssen und hier einen auf dicke Eier machen müssen und im Real Life selber nichts geschissen bekommen. Aber gut, es hilft ja nichts. So, switchen wir mal um aufs Game, würde ich sagen. Alter, mein Magen knurrt, ich hab Hunger. Die Strafen regen mich auf, Alter. Ich hab das extra weggelassen, dass es kein Ding gibt. Aber ja, hat der Wahnsinn nicht geholfen. Was hockt jetzt der daneben? Boah, ohne Scheiß. Und schon wieder eine Urheberrechtsverletzung. Nicht, dass ich hinterher Urheberrechtsstrikes kriege, Alter. Das wäre ungeil. Also, wir nehmen das jetzt mit rein. Es hat eh keinen Sinn, wenn wir es weglassen. So, es gibt ja immer 2 Arten von Talenten. Es gibt die richtigen Skills und die lernt man automatisch in die Level. Und hier haben wir die Skillpunkte. Hier zum Beispiel Musikvideo. Ich habe schon wieder einen Strike. Das ist einfach nicht zu fassen, ey. Was man, ohne Scheiß, das Spiel hier macht es einem echt nicht einfach. Was man hier an Zeugprobleme kriegt, ey. Alter, ganz ehrlich, wer in mein Aufnahmestudio reinkommt, wenn ich am Aufnehmen bin, der fliegt hochkant raus. Ach komm, Alter, warum habe ich denn dauernd Strikes? Jetzt haben wir 2 Strikes. Na Wahnsinn. Arbeiten gehen. Warum haben wir immer so wenig Kohle, Alter? Wer arbeitet denn 4 Stunden für 20 Euro? Ich gehe unter 10, 15 Euro gar nicht aus dem Haus. In der Stunde. Ich verstehe nicht, warum die das nicht anders programmiert haben. Ah, Urheberrechtsstreik, Dankeschön. Das, was ich für denen mache, das sind immer Urheberrechtsstreiks. Also, was ist denn das? Eben total daneben. Wenigstens hat er unsere Hütte verlassen. Was? Schon wieder ein Urheberrechtsstreik? Wofür denn jetzt schon wieder, Alter? Ey, ohne Scheiß, man kriegt nur Urheberrechtsstreiks, Mann. Können wir nicht langsam am Netzwerk beitreten? Das sind immer noch die 200 Öcken. Mit unserer Freundin sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen quatschen. Sonst kriegen wir mit der noch Ärger. Immer auf eure Freundin achten, Leute, oder euren Freund, die brauchen auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Nein, kannst du nicht. Verschwinde. Was schicken die mir überhaupt für schlechte Songs mit schlechten Bewertungen, Alter? Was soll das? Macht er. Alter, jetzt konnte ich das nicht machen, weil der da drauf gesessen war oder was? So, schon, dass er seinen Arsch bewegt. Hat er nichts zu suchen? Na klar. Ey, ohne Scheiß, das mit den Urheberrechtsstrikes nervt unfassbar. Muss man dann aber auch was ein bisschen zu essen machen. Ich denke, so Leute. Ich denke, heute streame ich nicht so lange. Heute habe ich nicht so viel Zeit. Ich denke, wir werden jetzt dann nach dem Stream gleich. Also nach einer Stunde. Ich denke, wir werden eine Stunde voll machen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Und nach der Stunde werde ich dann offline gehen. Ich muss dann nämlich mal ein bisschen was zu essen machen. Ich habe
Seit 1 ja nichts mehr gegessen. Seit ich halt aufgestanden bin. Und ja, ich bin heute mal um 1 aufgestanden. Lang geschlafen heute. Richtig ärgerlich. Das ist auch so eine Sache, die Hater, glaube ich, immer ein bisschen aufregt, dass ich so spät aufstehe. Leidenschaftlich flirten. Kochen, über Musik reden. Wow. Alter, Scholli. Wenn man... Achso, Instrument. Antrag machen. Was? Bitte was? YOLO. Einfach YOLO. Komm. Oh nein. Nein. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir noch in der gleichen Wohnung leben. Wie unser Kollege da. Leidenschaftlicher Kuss. Was? Über Leute reden, glaube ich. Alter, wieso ist unser Ding so weit runtergegangen? Alter, haben wir da echt so scheiße gebaut gerade. Umarmen geht wenigstens das jetzt, Alter. Das ist ja, boah, eiskalt abge... Typisch, also volles Erdbärchen, Alter, volles Erdbärchen. Warum bin ich auf den Spruch nicht gleich gekommen? So, für die Presse posieren. Unser Freund stellt sich genau hinter uns. Fast hätte ich was Falsches gesagt. Und natürlich schon wieder ein Urheberrechtsstrike, Alter. Also sag mal, haben wir einen Arsch offen, Alter? Wie soll man denn das dauernd bezahlen? Ey, jetzt habe ich so viel Kohle gemacht. Dachte, ja, haben wir ein bisschen mehr als 400. Und genau aus dem... Und du wunderst dich, warum ich den nicht in meiner Wohnung haben will, Alter. Ganz im Ernst. Ey, Pfotschen weg von meinem Rechner, der muss eingepackt werden. Bin weg. So, in der neuen Wohnung war toll und vor allem viel größer. Hier habe ich hier habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. So. Wähle einen Freund. Ja, ich weiß schon, wen ich will. Soll ich jetzt die nehmen oder was? Das kannst du knicken, Alter. Vergiss es. Vergiss es. Was will ich mit der, Alter? Die hat doch nichts, Mann. Vergiss es. Ich will die nicht. Vergiss es. Alter, warum wird man dazu gezwungen, das zu nehmen? Ich hab doch extra Personen dafür ausgebildet gehabt. Ach, du kannst mich mal. Ja. Ich will nicht, dass die ein Video aufnimmt. Warum wird man dazu gezwungen, Alter? Kotzt mich halt an. Ey, ohne Scheiß, das sowas regt mich auch unfassbar auf, ey. Alter, ich will nicht, dass die da ist, ey. Ich will die entlassen. Vertrag überprüfen. Entlassen, ja. Was? Was war das gerade? 600! Willst du mich verarschen, Alter? Also da wird man gezwungen, dass man die Person nimmt und die will man überhaupt nicht. Das ist echt unfassbar. Wir haben so viele Punkte, Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Punkte her habe. Wir haben so viele Punkte, da kommen wir da gar nicht da hinterher, Alter. Hä, habe ich die nicht entlassen? Hä? Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Hä? Und was rennt die hier rum? Ich hab doch die Zusammenarbeit schon... Hä, will ich mich verarschen? Wieso habe ich jetzt die 4 Monate an der Backe? Die wird so fett schaffen, Alter.
Die wird so fett schaffen, das sage ich euch. Die wird so fett schaffen, also die wird den ganzen Tag am Arbeiten sein, also das sage ich euch. Die ganze Arbeit wird sie machen. Und wieso, wenn die immer noch da ist, wieso bin ich dann so fett im Minus gewesen gerade? Warum ändert sich da plötzlich die Bildschirmposition? Und wieso gehst du nicht schaffen? Ach so, weil du. Alter, also dann wird immer alles weggelegt, ey. Das regt mich auf, sowas. Du sollst lernen und du sollst anschließend arbeiten gehen, habe ich gesagt. Es ist natürlich der gute Job wieder weg, das war klar. Die wird Tag und Nacht schaffen, sag ich euch. Natürlich, das ist natürlich eine schlechte Bewertung, weil die natürlich ihren Job nicht beherrscht. Weil ich habe ja extra eigentlich bin eigentlich mit einer zusammengekommen, die ein bisschen was drauf hat, damit es eben nicht so in die Brüche geht oder in die Binsen. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch alles Gute, hoffe ihr seid am Wochenende wieder mit dabei. Am Wochenende? Nächste Woche. Ich bin verplant, wie ihr seht. Egal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Aufnahme und bei den nächsten Projekten wieder mit dabei oder auch beim nächsten Stream. Mal gucken, wann der ist. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, bis ich das nächste Mal streame. Weiß ich noch nicht. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dahin, euer Drache und tschö.